Moin Moin und hallo, herzlich willkommen zum neuen coolen Unboxing Video von mir für euch. Heute mit dem Apple iPhone 15 Pro. Titan, Baby. Wow, das Teil hier ist nicht mehr aus popligen Edelstahl, obwohl das ja auch ganz gut ist. Nein, wir haben diesmal hier in unserem Gerät ein Titan verbaut an der Seite. Wunderschön robust und leicht. Nun werden wir dieses Geschöpf der Technik, das iPhone 15 Pro Titan, aus der Verpackung befreien, Leute. Seid ihr auch so aufgeregt wie meiner eine? Zack, erstmal Verpackung gucken. Sehr flacher Kasten, weil ist ja kein Netzteil mehr dabei etc. Das haben die ja schon vor mehreren Generationen wegrationalisiert. Was auf der einen Seite gut ist, auf der anderen natürlich, wenn ihr Beginner seid, also das erste Mal so etwas ordert, ist es natürlich doof. Denkt also daran, ihr braucht ein Ladegerät. So, hier oben ist das iPhone in Originalgröße abgebildet und das kann man auch fühlen. Also das iPhone kann man jetzt nicht fühlen, man kann die Verpackung fühlen. Sie ist nämlich haptisch. Dann an der Seite steht iPhone, an der anderen Seite steht iPhone, ein Apple-Logo. Und auf der anderen Seite stehen unsere Specs. Was haben wir hier? Wir haben hier ein iPhone 15 Pro, designed by Apple in California. Dann UKCA zertifiziert, alles dabei. Und dann haben wir hier und dort zwei Ritschis. So, die ritschen wir jetzt mal ab. Ritsch Nummer 1. Oh ja. Ritsch Nummer 2. Ja. Ich ritsche. Oh, verkackt. Andere Seite. Wir haben ja zwei Chancen pro Seite. Zack. Godlike, oder? So, nun heißt es, raus mit dem Ding. So, in einer. Da ist es. Zieht's euch rein, Homies. Da ist es. Seht ihr es? Seht ihr es auch so gut wie ich? Ja, es ist schön, nicht wahr? Oh yeah. So, hier hinten haben wir eine Aussparung für den Haufen an Kameras, die da sind. Ja, man braucht halt Platz. Für so viel Kamerapower braucht man definitiv Platz. Und deshalb ist es so, dass das iPhone schon seit mehreren Generationen nicht mehr flach auf den Boden legen kann oder auf dem Tisch, sondern es immer krumm kippelt. Wenn ihr das also in Waage setzen wollt, müsst ihr es auf Display stellen. So, okay. Ich lege das erstmal zur Seite, denn wir gucken uns erstmal das Zubehör an, okay? Zubehör. Zubehör ist wichtig. Oh ja, wir haben hier ein Kabel. Ich würde jetzt schätzen, einen halben Meter lang. USB-C. Kein Lightning mehr am Start. Bye-bye, Lightning. Maridiot. Das ist faszinierend. Apple vermarktet das jetzt natürlich als ganz tolles Feature. Dabei ist es einfach nur in Europa ein Gesetz geworden, dass man auf USB-C als Standard im Smartphone setzen muss. Okay, was haben wir hier? SIM-Card Extraction Tool. Das heißt, hier haben wir das SIM-Card-Entfernungsgerät. Das ist so ein, man kann auch, wenn man das verlieren sollte, was ja öfters mal passiert, kann man auch eine Sicherheitsnadel nicht nehmen, sondern eher so eine Büroklammer. Also keine Sicherheitsnadel, Büroklammer. Dann haben wir hier die Benutzerhandbuch Mini-Version und zack. Ein Apple-Sticker ist auch noch mit am Start. So, das ist das, was ihr alles bekommt, wenn ihr das iPhone bestellt. Ja, gut, ist jetzt nicht mehr so üppig wie früher, ist schon klar. Aber wir müssen ja auch was für die Umwelt tun. Und dadurch bekommt man natürlich viel mehr auf den Tanker drauf. Dann gefertigt werden die Teile natürlich in Asien. So, Rückseite, check. Boah, fetter Aufbau hier am Start. Zieht euch das rein. Seht ihr das, wie fett der Aufbau ist? Aber ich meine, nochmal der Hinweis, das ist normal. Hochwertige Kamerasysteme brauchen Platz. Wir haben ja da drinnen auch das so, dass die Objektive vor- und zurückfahren. Und zwar minimal. Echt cool. Außerdem muss das bei den Teleobjektiven, muss es ja auch noch, was wir auch haben, muss das auch noch, der Strahl, der reintrifft, muss ja auch noch so durch Spiegelsysteme gehen. Und das braucht ein bisschen Platz. So, hier haben wir dann noch LED-Flash, drei Kamerasysteme. Hier unten ist dann noch der Lima-Scanner und Apple-Logo in der Mitte. Dann haben wir hier, dieses Modell ist halt das Schwarze. Ne, das Schwarze. Es gibt es auch in anderen Farben, ne? Nur mal so nebenbei. Ihr könnt also sozusagen wählen, wenn ihr das haben wollt. Das 15 Pro ist in
in ein paar Farben erhältlich, und zwar Titan Natur. Das ist dann wirklich auch die Titanfarbe hinten. Habe ich das jetzt nicht gewählt. Titan Blau gibt es. Es gibt Titan Weiß und Titan Schwarz, wie bei mir. Das sagt mir einfach am meisten zu, okay? Sieht auch sehr edel aus, finde ich mal wieder. Na, also, ja, jetzt gehen wir weiter. Rechte Seite, also so ist ja vorne. Rechte Seite haben wir den Power-Knopf, beziehungsweise den einknöppigen Knöpper. An der Seite sieht man direkt, dass es im Vergleich zum Edelstahl nicht mehr so leuchtend ist. Was mir aber auffällt, ist, dass das Smartphone natürlich leichter ist, denn der ganze Rahmen ist ja aus Titan. Das ist schon ein bisschen Gewicht, ne? So, jetzt auf die andere Seite rüber. Hier seht ihr den Action-Button am Start. Das ist der Action-Button. Der Action-Button ist standardisiert auf dem Mute eingestellt. Früher war das so ein Hebel, den konntet ihr rechts und links bewegen. Jetzt einfach nur drücken. Ja, Volume up, Volume down, also Lautstärke rauf, Lautstärke runter. Hier kommt die SIM-Karte rein, da unten. Und dafür braucht ihr das SIM-Card Extraction Tool. Gut, dann sind wir unten angelangt. Hier haben wir den USB-Port, ne? USB-C-Port und unten Mikrofone. Oben haben wir nichts. Alles klar, jetzt kommen wir dazu, dass wir da Dinge entfernen. Also, wir ziehen nach oben und hören uns diesen wunderbaren Abziehmoment an, der nur einmal geht pro iPhone. Oh, war das nicht auch so toll für euch wie für mich? So, und jetzt sehen wir hier ein Display, was direkt merkbar abgerundeter ist. Also die Kante ist nicht mehr so kantig wie vorher, sondern sie ist etwas smoother. Doch, sie ist smoother. Man merkt es direkt, dass wir eine etwas abgerundete Form ist. Also wir gehen wieder zum Abgerundeten, weg vom Eckigen. Ihr kennt ja, das kommt immer wieder und geht wieder. So, und jetzt, um es anzumachen, drücken wir hier rechts und halten ein Stück fest, bis der Apfel zu sehen ist. Da ist der Apfel zu sehen. Und damit haben wir auch schon jetzt alles gesehen, was hier drin ist. Denn nach der Apfelsehung bootet das System und kann dann eingerichtet werden. Das hier alles ist in dem Paket drin, wenn ihr euch ein Apple iPhone 15 Pro erwerben tut. Nices Teil, schön leicht, schönes Design, finde ich, sehr schön geformt, etwas abgerundete Ecken mal am Start, sieht sehr gelungen aus und ist super schnell. Ich sage vielen Dank fürs Zuschauen, bitte abonniert mich, gebt mir ein positives Feedback und bis zum nächsten Mal. Sun Sun!